Hallo Grillfans, willkommen auf meinem Grillkanal Barbecue mit Sascha. Heute nicht gegrillt, heute wird ausgepackt. Ich hatte Geburtstag und meine Familie hat sich nicht nehmen lassen, mir den, wo ist er? Da! Napoleon Drehspieß, guck mal, hier ist glaube ich auch mal ein Bild irgendwo drauf. Da! Napoleon Drehspieß für meinen Rogue 5x5 SE zu schenken. Den werde ich jetzt auspacken, anbringen und ihr seid dabei. Unten sind die, kann man sehen, sind noch die Gusseiserne und der Warmhalterost. Das stört jetzt alles. Das kommt weg. Jetzt packen wir das Paket mal aus. Ich hoffe, man hört mich. Ich habe den Mikrofonpuschel wieder drauf gemacht, aber es ist doch sehr, sehr windig. Bei Napoleon ist natürlich alles anders als bei anderen. Hier der Drehspieß im sechseckigen Format. Geschätzten Zentimeter Durchmesser. Ich werde jetzt gleich mal nachlesen, aber ich bin mir sehr sicher, dass es ein Zentimeter Durchmesser ist. Da ist schon richtig was an Gewicht hinter und an Stabilität. Klar, auf die Länge braucht ihr das auch, sonst biegt sich ja alles durch. Hier haben wir die Halterung für den Motor. Die wird mit zwei Schrauben am Grill befestigt. Hier wird der Motor eingehangen. Da ist jetzt noch der Schutz, die Schutzfolie drauf. Die knibbel ich gleich als erstes ab, weil wenn ich das nicht mache, dann habe ich es nachher vergessen und dann bleibt das hier nämlich dran. Das wäre total bescheuert, aber so weit sind wir noch nicht. Im nächsten Paket waren die Krallen drin, extra Schutzmoppen drauf, damit man sich nicht direkt alles in die Hände rammt. Bisschen darauf achten, dass man die auch wirklich abmacht, wenn man ins Fleisch stopft. Mir ist es, wie gesagt, mit dem Ikea-Rippchenhalter, wie man ihn so nennt, damals ja passiert, den habe ich auf den Grill getan und es roch auf einmal ganz komisch. Hatte ich unten vergessen, die Silikonmöppelchen abzumachen. Ein Griff für ihn an den Spieß dran und noch die Halteklammer, der Haltering. Und im letzten Paket, wen wundert's, einmal der Motor und eine Bedienungsanleitung für den Motor. Ich habe gar keine Bedienungsanleitung gefunden, wie ich den Spieß zusammenbaue. Ich denke, ich werde ihn einfach mal zusammenschrauben und mal gucken, was passiert. In der Mangelung weiteren Werkzeugs habe ich mir jetzt zwei Pumpenzangen geholt. Die passen auf jeden Fall. Schraube und Mutter ab, dann die Schutzfolie, von der ich gesprochen habe. So sieht der Bogen jetzt aus. Für diejenigen, die sich wundern, was das hier für Kanten sind, diese Kanten sind dafür da, damit der Knick hier, die Biegung, sich nicht zurückbiegt. So kommt das Ganze jetzt da dran. Das heißt, wir nehmen uns eine Mutter, eine Schraube, machen die erste dran, die zweite dran machen, dann mit der Zange, einmal die Mutter. Bombe! So kommt der Motor drauf. Jetzt könnt ihr sagen, warum macht ihr den Motor hier über die Silsaison? Das ist ganz einfach. Auf einer anderen Seite würde gleich der Griff hier drüber ragen. Es ändert sich also nichts. Man kann die Silsaison nicht benutzen, wenn ein Motor dabei ist. Und so sieht jetzt der Spieß aus. Krallen dran. Hinten die Bremse und der Griff. Gucken, ob man das sehen kann. Wie ihr seht, haben die Krallen auch sechseckige Ausformungen. Das heißt, selbst wenn ich hier die Schraube losmache, kann der nur nach vorne und hinten verrutschen, nicht aber sich drehen. Das heißt, das Grillgut bleibt immer an der gleichen Stelle. Der kommt dann hier rein. Jetzt hatte ich natürlich prompt wieder gemacht. Das ist ja der gleiche Spieß, wie er auch für den nächstgrößeren Grill benutzt wird. Das heißt, ich muss gar nicht beide Verlängerungen reinpacken, sondern lediglich das kurze Stück. Das hintere, hier kommt dann die Bremse hin, dann kommt der Spieß rein und dann könnt ihr hier sehen, hier ist jetzt die Bremse, der kann, okay, vielleicht hätte ich noch festschrauben sollen,
So. Er kann jetzt nicht mehr rausrutschen. Hoppala, jetzt fällt mir hier was runter. Er kann jetzt hier nicht mehr rausrutschen. Das heißt, er bleibt jetzt an der Stelle. Jetzt hatte ich nur vergessen, die Schraube halt. Das ist doof. Ja. Und so sieht das Ganze aus, wenn er zugemacht wird. So, hier noch einer der Gründe, warum ich den Motor hierhin gemacht habe. Ich habe da vorne meine Steckdose. Wie ihr gesehen habt, ist das Aufbauen dieses Spießes überhaupt kein Hexenwerk. Aber was man damit alles machen kann, das zeige ich euch in meinem nächsten Video. Freut euch drauf. Macht's gut!